Hallo alle zusammen. Jede Person ist einzigartig, was ihren Charakter und das Aussehen betrifft. Es gibt aber seltene Körpermerkmale, die nur die wenigsten Menschen besitzen und im Alltag sogar nerven können. Nachfolgend eine Übersicht über 5 besondere Merkmale, mit denen teilweise weniger als 5% der Menschen auf die Welt kommen. Adermatoglyphie. Durch den Fingerabdruck lässt sich jede Person identifizieren. Zumindest in den meisten Fällen. Doch es gibt auch Menschen, bei denen ist der Fingerabdruck kein einzigartiges Erkennungsmerkmal, denn sie sind ohne die feinen Wirbel und Rippen auf den Fingerkuppen geboren. Auf der Welt sind lediglich 4 Familien bekannt, bei denen mehrere Familienmitglieder davon betroffen sind. Auslöser für diese Besonderheit ist eine Mutation mit einem bestimmten Gen, was dazu führt, dass sich keine Hautrippen auf Zehen und Fingerkuppen bilden. Dieses Merkmal ist nicht nur besonders selten, sondern rückt auch oft ins Visier der Kriminalistik. Egal ob bei der Flughafenkontrolle oder bei einer Fahndung, der Fingerabdruck spielt immer eine große Rolle, wenn es um Identität geht. Die Adermatoglyphie, auch als Einwanderungsverzögerungskrankheit bezeichnet, erschwert das Weiterkommen des Betroffenen nicht nur am Flughafen, sondern führt zu enormen Wartezeiten, in denen erklärt werden muss, warum diese Menschen keinen Fingerabdruck haben. Photischer Niesreflex. Der photische Niesreflex, auch als ACHOO-Syndrom bekannt, ist ein Phänomen, von dem ungefähr 17-35% der Weltbevölkerung betroffen sind. Häufiger erwischt es jedoch Frauen, die bei dem Gehen von einem dunklen in einen hellen Raum plötzlich und unerwartet niesen müssen. Das Niesen kann in diesem Zusammenhang unter anderem vom Sonnenlicht ausgelöst werden, aber auch von anderen hellen Lichtquellen. Was diesen Niesreflex wirklich auslöst, ist jedoch bis heute nicht bekannt. Aristoteles ging davon aus, dass Wärme dafür verantwortlich ist. Andere Forscher vermuten, dass austretende Hirnflüssigkeit des Rätsels Lösung ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass bei den Betroffenen der Sehnerv zu nahe am Drillingsnerv liegt, was dazu führt, dass wenn der Sehnerv durch eine Lichtquelle gereizt wird, der Drillingsnerv, der unter anderem die Nasenschleimhaut reguliert, ebenfalls reagiert und das Niesen auslöst. Goldenes Blut. Die wertvollste und seltenste Blutgruppe ist jene mit Rhesusfaktor 0. Sie wurde im Jahr 1961 entdeckt. Weltweit gibt es weniger als 4 Dutzend Personen, die diese spezielle Konstellation aufweisen. Die Besonderheit daran ist, dass diese Gruppe keine Rhesus-Antigene besitzt und daher universell einsetzbar ist. Ohne diese Antigene kommt es nie zu lebensbedrohlichen Abwehrreaktionen mit dem Empfängerblut, so wie es bei anderen Blutgruppen passieren kann. Diese besondere Blutgruppe wird in der Medizin auch als Rettungsanker bezeichnet. Der Grund dafür ist, dass Patienten, die schwer verletzt sind und viel Blut verloren haben, aber deren Blutgruppe vor Ort noch nicht bekannt ist, eine Bluttransfusion mit der Blutgruppe Rhesus 0 erhalten. Da aber von 7,5 Milliarden Menschen lediglich 40 diese Gruppe haben, sind die Blutkonserven in den Krankenhäusern nur in knappen Mengen verfügbar. Kleines Loch am Ohr. Bei diesem Körpermerkmal handelt es sich um ein Überbleibsel der Evolution, das einer von 100 Menschen besitzt. Hierbei handelt es sich um ein kleines Loch über dem Ohr. Biologen gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Reste von Kiemen handelt. Grundsätzlich haben Personen mit diesem Körpermerkmal keine Einschränkungen. In seltenen Fällen kann es sich aber immer wieder entzünden und die Einkerbung muss chirurgisch entfernt werden. Besonders ist, dass dieses kleine Loch in Asien und Afrika häufiger vorkommt als auf den restlichen Kontinenten. Dieses Körpermerkmal ist angeboren und ist beim Betroffenen in der embryonalen Entwicklung an der Grenze vom ersten und zweiten Kiemenbogen als Überschussfehlbildung entstanden. Iris-Heterochromie. Die meisten Menschen haben 2 gleichfarbige Augen. Bei Personen, die beispielsweise ein braunes und ein grünes Auge haben, wird von einer Iris-Heterochromie gesprochen. Die Augenfarbe an sich ist genetisch festgelegt und abhängig vom Melaningehalt der Iris. Bei einem geringen Melaningehalt kommt es zu blauen Augen. Bei einem mittleren Gehalt werden sie grau oder grün. Und bei einem hohen Vorkommen werden die Augen braun. Die Iris-Heterochromie, sprich die 2 verschiedenfarbigen Augen, kommen dadurch zustande, dass sich in einem Auge mehr Melanin als im anderen ablagert. Meistens ist dieses besondere Körpermerkmal völlig harmlos und einfach eine beeindruckende Laune der Natur.
Es gibt jedoch einige Erbkrankheiten, die aufgrund der Genetik mit zweifarbigen Augen einhergehen, allerdings noch seltener vorkommen als das Phänomen der Iris-Heterochromie selbst. Dass wir Menschen Individuen sind, ist klar. Jeder hat bestimmte Merkmale, die uns voneinander unterscheiden. Doch nur wenige Menschen weisen eine dieser besonderen Eigenschaften auf. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Und welche Erfahrungen habt ihr mit diesen besonderen Körpermerkmalen gemacht? Habt ihr selbst ein seltenes Merkmal? Wir freuen uns auf eure Kommentare dazu. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.